Dienstag. Dienstag ist der Tag, an dem sich Dina in Schale wirft. Denn am Dienstag kommt die Bank in ihr Dorf. Die mobile Bank von Opportunity International. Es ist noch immer etwas Besonderes, wenn dieser etwas andere Lastwagen Mashiruka im Süden Ugandas erreicht. Obwohl das nun seit Monaten passiert, einmal pro Woche. Eine Bank hier, so weit entfernt von der nächsten größeren Stadt. Nur ein paar Minuten brauchen die Männer aus dem Dorf und das mitgebrachte Zelt ist aufgebaut. Schutz gegen die Sonne, vielleicht auch gegen den Regen. Some clients come as far as 35 kilometers away from our branch. Manche unserer Kunden müssten 35 Kilometer fahren, um zu unseren Büros zu kommen. Das sind Leute, die ganz wenig Geld haben, kaum Ersparnisse. Wenn sie uns dann vielleicht 5.000 Uganda-Schilling bringen wollen und der Transport kostet vielleicht das Doppelte, dann ist das ziemlich sinnlos, ihnen erklären zu wollen, sie sollten zu Opportunity Uganda kommen. Dina ist eine Stunde gegangen, um die Ersparnisse einer Woche zur Bank zu bringen. Dina ist Bäuerin. Auf ihrem kleinen Feld, ein paar Kilometer vom Dorf entfernt, erntet sie Bananen, Kaffee und Mais. Vor dem Einzahlen muss alles richtig dokumentiert werden. Ordnung muss sein. Aber so etwas kann dauern. 80% der Menschen im Dorf können nicht lesen und schreiben. Doch Dina weiß genau, was sie an Opportunity hat. Zu den schicken jungen Damen und Herren hat die 62-Jährige Vertrauen gefasst. Bei uns können sie ihr Geld sicher verwahren, damit sie es nicht mehr verstecken oder vergraben müssen. Sie können auch Kleinkredite bekommen und sie können sich finanziell etwas aufbauen. Das ganz neue Angebot von Opportunity spricht sich rum. Zunächst etwas skeptisch, aber interessiert, fragen Dorfbewohner nach. Sparen, Versicherungen, Kredite. Wie geht so etwas? Die Mitarbeiter von Opportunity stammen aus der Region. Sie sprechen die Sprache der Menschen hier. Und auf die meisten Fragen haben sie überzeugende Antworten. Jedes Mal, wenn wir hier sind, kommen eine ganze Menge neue Leute dazu. Mindestens 50 bei jedem Besuch. Wir haben innerhalb kurzer Zeit insgesamt 1000 neue Kunden durch die mobile Bank gewonnen. Dina muss nicht mehr viel fragen. Sie hat verstanden, wie ihr Opportunity helfen kann. 10.000 Schilling hat sie in der Woche zurückgelegt. Knapp 3 Euro. Mehr als die meisten hier. Es ist das Ergebnis einer Woche harter Arbeit, aber vielleicht auch das Ergebnis wertvoller Tipps, die ihr Opportunity in den letzten Monaten mitgegeben hat, wenn die Bank dienstags ins Dorf kam. Die meisten Menschen hier hatten noch nie mit einer Bank zu tun. Die meisten sind Analphabeten. Deshalb kennen sie auch nicht die wichtigsten Begriffe der Buchhaltung. Wir wollen ihnen dabei helfen, ihr Geschäft zu verbessern, wollen ihnen zeigen, wie sie auch ohne Vorkenntnisse Bücher führen können, um letztlich wachsen zu können. Auch das gehört zur mobilen Bank bei Opportunity. Ein paar Grundbegriffe am Straßenrand für Sparer und Kreditnehmer, für solche, die es sind und die es werden wollen. Vielleicht der erste Schritt auf dem Weg aus der Armut. Ich bin sehr froh über das hier, wirklich sehr froh. Erst wenn es regnet, wenn es richtig regnet, dann hilft auch die beste mobile Bank nicht mehr. Dann heißt es Geduld haben, warten oder ein neues Zelt aufbauen. Und so kann es schon eine halbe Stunde nach dem großen Regen weitergehen mit einer ganz besonderen Bank für ganz besondere Menschen. Bis auch dieser Dienstag in Mashiruka ein Ende hat. Dina geht und die Bank fährt. Ins nächste Dorf, irgendwo weit draußen.